keine Frage, es gibt im wahrsten Sinne des Wortes noch Luft nach oben bei den Luftwerten. Allerdings, und da haben wir freiheitlich eine klare Position, sicher nicht mit diesen Maßnahmen, die der Landesrat Theiner nun angekündigt hat. Das ist Ankündigungspolitik, die zum Schaden eines großen Teils unserer Bevölkerung ist. 189.000 zugelassene Dieselfahrzeuge in Südtirol, in allen sozialen Klassen vertreten. Das sind Familien, das sind Handwerker, das sind Pendler, die auf das Auto angewiesen sind, trotz lobenswerter Fortschritte im Nahverkehr, die seien nicht geleugnet. Aber nach wie vor ist das Auto ein wesentlicher Bestandteil unserer Mobilität. Und hier werden diese schlichtweg kalt enteignet. Wenn wir anschauen, was Landesrat Theiner angekündigt hat, so fällt sofort ins Auge, dass von diesen ganzen Dieselfahrverboten zum Beispiel die größte Emissionsquelle, nämlich die Autobahn, die Brennerautobahn, von vornherein ausgenommen wird. Für mich ist das unverhältnismäßig. Denn wenn man hier wirklich nachhaltige Luftverbesserung durchführen müsste, müsste das grundsätzlich überall gelten. So hingegen, nachdem das Land Südtirol über die Brennerautobahn keine Kompetenzen hat, wird hier mit dem Holzhammer auf den Restbereich eingedroschen zum Schaden der Bevölkerung, ohne das Ziel zu erreichen. Ich bin selbst Dieselfahrer. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass das mal ein Statement werden würde. Ich bin Dieselfahrer. Ja. Und damit kommen wir zur Frage. Ehrlich gesagt, ich finde das, bin deswegen auch sehr verärgert, auch persönlich verärgert. Ich fahre Euro 5 im Übrigen, Schadstoffklasse 5, habe also eine Gnadenfrist bis 2023, wobei diese Gnadenfrist auch zu hinterfragen wäre, denn schon allein durch diese Ankündigungen vom Landesrat Theiner mit Pauschalverboten wird zum Beispiel der Sekundärmarkt, also der Gebrauchtwagenmarkt, massiv beschädigt. Also mir scheint hier durchaus, dass hier politisch gesteuert, gerade weil es diesen Dieselskandal, auch Dieselgate bekannt, diesen Dieselskandal gegeben hat, hier jetzt mit voller Wucht auf die Diesel losgegangen wird, so wie es in der Vergangenheit verschiedensartig in verschiedenen Bereichen, gerade in dem ganzen Umweltbereich, der Fall war. Und ich sehe das einseitig. Hier werden von vornherein wird Volksvermögen, das Vermögen unserer Bürgerinnen und Bürger, verbrannt mit einem unsicheren Ergebnis. Und das ist eben wieder ein Unterschied, Herr Landschner, zwischen den Grünen und den Freiheitlichen. Wir möchten den Leuten nicht zwangsweise immer vorschreiben, wie sie zu leben haben und was gut und was schön ist. Sondern wenn diese Beschränkung kommt, möchten wir sie wenigstens abfedern, aber nicht daran binden, dass dadurch ein Elektroauto angeschafft wird, das unseres Erachtens derzeit noch nicht in der Lage ist, die Mobilität vollkommen zu ersetzen. Der Schutz der Gesundheit ist wichtig, keine Frage. Was wir allerdings sagen ist, muss es mit diesen Holzhammermethoden sein? Ist es notwendig, das ab sofort jetzt durchzuführen? Sind nicht längere Laufzeiten von Nutzen? Wenn Sie schauen, seit die Regierung Merkel mit ihren sehr ehrgeizigen Klimazielen hat jetzt sang- und klanglos im Koalitionsprogramm kassiert, und von kompletter Autarkie und grüner Energie und so weiter ab 2020 bzw. 2030 ist nicht mehr die Rede. Ja, Herr Kollmann, eine Möglichkeit wäre zum Beispiel dafür zu sorgen, dass eben die Kräfte gestärkt werden im Herbst, die den gesunden Menschenverstand noch walten lassen und diese Haruk-Aktionen dezidiert ablehnen. Das wären zum Beispiel wir Freiheitlichen, das wäre eine Möglichkeit.